Jo, willkommen zurück zu Minecraft. Wozu auch sonst, wenn ihr dieses Video anklickt. Aber ich sage halt öfter mal so gerne. Ausrüstung, ich brauche einen neuen Helm. Ach verdammt, ich brauche doch keinen neuen Helm. Hab mir keine Lust, jetzt einen neuen zu bauen. Oder vielleicht doch, ich habe ja nur noch Eisen hier. Machen wir uns mal einen neuen Helm. So war das doch. Und direkt mal aufziehen. Mann, sehe ich jetzt wer sexy aus. Also mehr an Ausrüstung oder an Verteidigung hat er jetzt auch nicht gebracht. Die Schilder, die sind, glaube ich, gleich geblieben. Ne, doch nicht. Ein Schild hat es gebracht. Und wie letztes Mal gesagt, gehen wir jetzt mal runter in den Alchemiekeller, um den mal endlich fertig zu machen. Weil so viel fehlt da auch gar nicht mehr. Außer noch ein paar Wände, ein paar Decken. Der ganze Boden sehe ich gerade. Verdammt. Ich habe letztes Mal schon gewundert, warum ich noch so viel Cobblestone habe. Jetzt weiß ich warum. Oh oh. Oh oh. Was war das denn? Was war das denn für eine Scheiße? Ah ja, genau. Schaufel war ja kaputt. Aber ich glaube, ich hatte gar keine Schaufel mehr. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Sollte ich mir eine aus Diamant machen und die verzaubern? Ja, ich hab Bock. Weil das ist nur ein Diamant. Komm. Oder nee, ich spar noch. Ich will mehr Power. Mehr Power! Ein zu viel! So, jetzt habe ich alles. Jetzt stopfe ich mal eben die Decke hier voll. Und hier habe ich ja gesagt, hier mache ich einfach zu. Weil da hinten ist genug beleuchtet, falls da hinten was spawnen sollte. Oder da hinten kann eigentlich nichts spawnen, wie gesagt, weil da genug Licht ist. Und hier drüber kann ich noch Wasser positionieren, damit es hier schön durch die Decke tropft. Sieht bestimmt sehr interessant aus. Die durch die Decke tropfen Methode. Und ich muss sagen, die Wände sind fertig. Jetzt kommt der Boden dran. Wird erstmal nur aus diesem Moosstone gemacht. Und zum Glück habe ich diese Super Pickaxe. Da dauert das nicht so lange. Obwohl, das dauert immer noch sehr, sehr lange. Oh. Scheiße. Und ich hoffe, dass ich richtig überlegt habe, um diese Braustation mit der Pickaxe abbauen. Weil einer hat mir schon damit kaputt gemacht. Ansonsten gehe ich noch mal in die Hölle und hole mir noch ein paar Fireblaze. Ich brauche eh bald noch Zutaten für diverse Tränke. So. Ich würde fast schon sagen, fast... Ja, mehr als die Hälfte habe ich geschafft. Fast schon sagen, fast. Muss ich gleich nur mal gucken, wo die Rezeptewand hinkommt. Aber manche haben auch gesagt, pack da doch in so Bücherregalen, weil es gibt auch einen Mod, damit kannst du Bücher beschreiben. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, finde ich doof, weil jemand, der den Mod nicht hat, kann die Rezepte zum Beispiel nicht lesen. Und die Schilder kann jeder lesen. Komm, den holen wir auch noch. Und Moosstone. Vergammelter Stein. Obwohl, die Decke hätte ich eigentlich aus Bricks machen sollen. Aber so ist auch gut. Also, das heißt nicht vergammelter Stein, sondern einfach nur Moosstein.
Und ich hoffe, es reicht. Ansonsten, einer hat auch, glaube ich, gesagt, man kann da Bone Meal drauf machen, damit er sofort gammelt. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Aber vielleicht funktioniert das ja. Meine Güte. Und das war der letzte. Der Raum ist fertig. Ah nein, ist er doch nicht. Boah, ich dachte schon. Wollte gerade meckern, wenn jetzt hier überall Sand kommt. Nein. Normaler Cobblestone. Bitte lass jetzt nicht so viel Sand runterfallen. Ne, der Rest ist glaube ich massiv. Voll massiv. Ich muss da zwar gleich noch was aufklopfen, damit ich genau gucken kann, wo ich dann das Wasser drüber machen kann, damit es hier reintropft. So. Womit der Raum jetzt schon ein bisschen zu Cobblestone-lastig ist. So, jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass ich mich mal wieder verbaue. Oder wird es diesmal klappen? Mehr sehen Sie nach der Werbung. Bei Debitor LP. Ne, nix. Werbung zwischendurch mache ich nicht. Voll nervig so. Alle 3 Minuten am besten. Und 1, 2, 3, 4 und ein. So, na gut, man kommt dann hier so rein. Oh, der ist auch verdammt groß, der Raum. Dann kommt hier die Rezeptewand hin. Ich mache die provisorisch. Die Lampen kommen gleich dazwischen, irgendwo zwischen den Tafeln. Ich könnte hier noch ein paar Truhen hin, hier so ein paar Braustationen. Vielleicht hier noch ein paar Bücherregale, so zur Optik. Dabei fällt mir ein, ich brauche unbedingt noch eine größere Zuckerrohrfarm, weil das reicht nicht, was die da oben erwirtschaftet. Natürlich könnte ich die öfter mal andrücken, würde aber nichts bringen. Zumindest nicht so viel. Na gut, jetzt brauche ich Unmengen an Schildern. Schilder ist in Holz. 2 Stück habe ich noch. Den Rest muss ich mal im Basteln. Wow, ich kann direkt wieder los. Mit 4 kann ich mir nichts basteln. Oh, ist zum Glück noch hell. Hier könnte ich auch so einen Kiesweg machen. So. Tintenfische. Boah, 3 Stück. Und fast wieder Level up. Nee, zu actionreich die Musik. Wir sind doch nicht auf der Flucht. Boah. Also, das nenne ich mal einen großen Baum. Und manche haben auch gesagt, hier Timbermod ist Cheaten, aber ich finde es eigentlich nicht Cheaten. Ich meine, klar, man hat dadurch einen Spielvorteil. Aber eigentlich wirkt er nur zu Realismus bei. Weil wenn ich unten was am Baum abhack, dann kippt eigentlich der ganze Baum um und bleibt nicht in der Luft stehen. Oh. Vielleicht die Wand da hinten noch aus Erde. Mal sehen. Boah, das gibt hier ein paar Melonen. Und die Iron. Höh.
Wo ist er? Da. Kann man schön weiter wachsen. Jetzt gibt es wieder Mini-Schafe. Kommt her. Hier. Na, ihr drei, guckt mal. Na, der ist drauf angesprungen. Nein. Aber du hast bestimmt Bock auf so ein Stück Weed. Komm her. Ja, hier, ja, fein. Wo ist der andere da? Ja, komm. Ja, komm. Und ab geht's. Kann ja auch gleich scheren, die laufen ja nicht weg. Selbst wenn sie es könnten, könnten sie es nicht. So, genug Holz für genug Schilder. Ich bin echt mal gespannt, wie er gleich aussehen wird. Ja, also. Allerdings zuallererst muss der Cobblestone weg. Hä? Cobblestone, nicht Knochen. Rest kann im Mob Drop. Wo ist es, der Rest? Da waren die Knochen. Rest ist gut, nur die Knochen. Futterbox, Melonen. Damit kann man wohl auch noch ein paar Samen herstellen, aber ich brauche nicht genug. Ich brauche im Moment nicht mehr Samen. So, alles klar. Da müsste ich auch mal mehr bauen mit dem puren Wood. Vielleicht überlege ich mir mal so ein Herrenzimmer oder sowas. So als Deko. Ach, was soll's? Warum der Geiz? Ah, ich weiß warum, damit ich was immer ein Inventar noch krieg. Und ich glaube nicht, dass ich so viele Schilder brauche, aber irgendwann bestimmt. Jetzt werden wir gucken, wie das heißt hier alles. Netherwarze war, glaube ich. Ne, warte, Höllenkram. Hölle. Hölle. Glowstone, das baumiges. Ja, wo habe ich's denn? Doch hier in Kiste Spezial. Hör, ich habe gar nichts davon. Ich meine diesen einen Pilz, der nur in der Hölle wächst. Oh oh. So kann ich mir auch gar keine Tränke machen. Ich dachte, ich hätte den. Ach komm. Nö. Na gut, ihr wisst, was das heißt. Ab in die Hölle. Aber nicht mit meinem Eisenschwert. Nicht mit meinem Diamantenschwert. Ist viel zu gefährlich. Ja genau, Hauptsache ich habe jetzt 500 Schilder hier. Die ganze Truhe voll mit Schildern. 1, 2, 3. 4. Warte, ne, warte, ich brauche einen davon. Das sind schon mal 2. Ein Schwert ist einer, sind 3. Und 5 mal Eisen. So. Und so. Und schon habe ich alles, was ich brauche. Andere bleibt mal schön hier. Ja, immer schön auf Nummer sicher gehen. Vielleicht kriege ich ein paar Gastkleien für die Träne. Da kommt Weed, tue ich so lange hier rein und Wooden Planks tue ich hier hin. Wo haben wir das? Holz. Aber ich brauche mehr Futter. Futterbox. Die war hier. Nein, doch. Hey, mein Gott. Nehmen wir einen Stack Melonen mit. Ab zum Höllenportal.